20 Sekunden. Mehr braucht das Publikum im Saal nicht, um ein Urteil von dir als Moderator zu fällen. Hallo, ich bin Mireille von Event Speaking. Um den 20-Sekunden-Test zu bestehen, musst du also von der ersten Sekunde an, noch bevor du den Mund aufmachst, präsent, selbstbewusst und authentisch auftreten. Denke schon in der Kulisse. Die Bühne ist mein Zuhause und ich freue mich, meine Gäste zu unterhalten. Dann gehst du aufrecht und entschlossen raus und steuerst den mittleren, vorderen Bereich der Bühne an, dort, wo das Licht am besten ist. Richte den Blick ins Publikum und ein Lächeln kommt immer gut an. Auf der Bühne darf alles etwas größer als im TV sein, also auch die Gestik. Je nach Anlass kannst du auch mit Schwung raus und gleichzeitig das Publikum begrüßen. Hallo Berlin! Wenn du aber nicht so der extrovertierte Typ bist, verstell dich nicht. Bleib einfach in der Mitte stehen, die Füße fest in den Boden verankert, entspannt und souverän. Gönn dir eine kleine Pause, bevor du mit klarer und fester Stimme zu sprechen beginnst. Was deine ersten Worte sein könnten und wie du mit dem richtigen Outfit punkten kannst, das schauen wir uns einander mal an. Folge uns einfach auf unseren Kanälen. Und wenn du mehr über unsere Moderations- und Präsentationstrainings erfahren möchtest, besuche unsere Website event-speaking.com. Bis bald!